Vom 25. bis 26. Juni gab es heuer wieder das Event Graffiti in the City in Leoben. Diesmal in der neu erworbenen Porupski-Halle, die künftig auch für weitere Veranstaltungen als Kreativ-Hotspot dienen soll. In Einführungsworkshops wurden den Jugendlichen unter professioneller Begleitung die Hip-Hop-Kultur und den ineinandergreifenden Subkulturen Rap, Graffiti, Breakdance und DJing näher gebracht. Also das ganze Hip-Hop und alles, das war voll cool und das Sprayen und dass wir das selber ausprobieren haben dürfen, also es war echt voll ein Wahnsinnstag heute. Dem Team von Leoben Kreativ ist es vor allem wichtig, die Eigeninitiative der Jugendlichen in Leoben und der Region zu fördern. Wir haben vor 2 Jahren eine Open Space Veranstaltung gehabt, haben die Bedürfnisse der Jugendlichen abgefragt, herausgefiltert und Graffiti, Breakdance, Stitching ist nun bereits das 3. Mal und man kann durchaus sehen und hören, dass es sehr gut angenommen wird. Die Veranstaltung hatte auch einen internationalen Charakter, denn von der Partnerstadt Marburg in Slowenien, europäische Jugendkulturhauptstadt 2013, nahmen junge Künstler teil. Especially Graffiti, now for 7 years. I'm not that long in the game of Graffiti, so mostly before I was painting just regular with pencils, but now I'm trying to do it also with spray paint and airbrush and stuff like this. Ein weiteres Highlight des diesjährigen Events war das sogenannte Kontaktjonglieren mit Albert Tröbinger, bekannt aus Das Supertalent und Der großen Chance. Gemeinsam mit ihm konnte man die ersten Schritte des Kontaktjonglierens ausprobieren. Ich finde es total cool, dass da sowas auf die Beine gestellt wird und dass das, also die Energie ist total gut, die Location ist super, die Kids sind cool drauf. Ja. Das Programm wurde zusätzlich durch einen DJ und einer Tanzgruppe aufgepeppt. Eine durch und durch gelungene Veranstaltung. Wir freuen uns schon auf Graffiti in the City in Leoben nächstes Jahr.